Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Ghostwire Tokyo. Ja, wir sind dabei, uns mit Nebenquests ein bisschen auseinanderzusetzen. Ne? Mir wurde auch gesagt, dass man auch nochmal informiert wird, so wenn man die Hauptstory macht, ob man wirklich weitergehen will, weil ab hier dann Sachen nicht mehr verfügbar sind. Aber ich denke mir, hey, komm, so ein paar Nebenquests-Abstecher können doch auch nicht schlecht sein, oder? Ich hoffe, das ist Deko-Essen, denn sonst wird es hart widerlich. ここの主は以前から譲ってくれとしつこくても、あの爺さんが連れ去った生き物どうか、あの子を連れ戻してもらえんかのう。いいぜ、幸運ってのは眉唾だけどな。そういうのやめなよ。じゃ、これを持っていってください。塩せんべい？塩せんべいはあの子の大好物なんじゃ。 Shiosenbei? Was ist das denn? Ja. Sashiki Barashi? Was ist das? Ich finde hier diese Räume mit den Tatami-Matten so cool. Kendama. Ein Spielzeug, das aus einem Ball mit einem Loch besteht, der mit einer Strippe an einem Griff mit einer Spitze und drei gewölbten Teilen befestigt ist. Etwas, was Janice in Tales of Symphonia zum Spielen zum Kämpfen benutzt. Tagebuch des Vermieters, Teil 2. Diese blöde Tsashiki Warashi, wie hat er es gerade genannt? Tsashiki Warashi? Egal. Wie soll man bei dem Geheule schlafen? Sie treibt mich doch in den Wahnsinn. Und wofür das alles? Vor 3 Monaten habe ich sie mitgenommen und trotzdem habe ich kein Glück. Was soll das? Ich bin genauso arm wie vorher. Noch dazu hat irgendein lausiger Dieb das Geld gestohlen, das sie mir geliehen hatte. Die Schuldeintreiber stehen jeden Tag vor meiner Tür. Ich muss doch ein bisschen Geduld haben, dann werde ich ganz sicher belohnt. Ich habe hier eine goldene Gans und niemand wird sie sonst bekommen. Ich bereite mich darauf vor, dass die Tsashiki Warashi mich mit ihrem Goldregen überschüttet. Ich habe sogar schon einen richtigen Tresor gekauft. Bis sich mein Glück zum Besseren wendet, bewahre ich den Schlüssel im buddhistischen Altar im Schlafzimmer auf. Solange ich das Versteck keinem verrate, wird ihn dort auch niemand finden. Tsashiki Warashi. Hidoi me ni atte nakereba ii kedo. ずっと泣いてる。お家に帰りたいよ。どこにいるんだろう。この家のどこかのはずだ。探すんだ。開かねえな。鍵を探すか。 Wäre witzig, wäre der Schlüssel direkt in einer anderen Tür gewesen. ズダンか。力を使え。姿が見えるようになるはずだ。 Tagebuch des Vermieters Teil 1. Wenn ich nur diese Tsashiki Warashi hätte, wären meine Schulden Vergangenheit. Aber nein, diese egoistische alte Vettel will sie für sich behalten. Sagt, sie sei unverkäuflich. Pah, wer glaubt sie, wer sie ist? Ich halte es nicht mehr aus. Wenn sie sie mir nicht geben will, dann nehme ich mir das blöde Ding einfach. Dann winke ich der alten Schachtel von meinem Geldberg aus zu. もう泣くな。朝に合わせてやる。見てみろ。床の間がある。うん。この図だと右下あたりか。座敷わらしはここだね。ここか。油断
断するなよ。使うな、盗人が。座敷わらしは誰にも渡さん。盗と竹だけシートはこのことだな。座敷わらしは返してもらうよ。やっと手に入れたんだ。座敷わらし。クソ野郎が。死んでまで金に執着しやがって。こんな奴は陰で払っちまうぞ。 欲深いのもほどほどにしてほしいね。さてと、あとは塩せんべいだな。もう自由だからね。ありがとう。やっぱ幸運はなしかよ。 Schönes Haus eigentlich. Ich find's halt auch so putzig, dieses kleine Häuschen hier zwischen. Hey, Basa! Ja, te kretara! So, Kurna! Kono Kona Kasin to Kukoni Naruso! Koreja, Janus no Jisan to Kawaranwai! Yare, yare! Aete, yokatta desu ne! Okage sama de, arigato! Mission beendet. Und ein Magdrama für mich. Oh, warte mal. Und Geister für mich. Ich ja gerade komplett ignoriert. So, die Jizo-Statue, die ich angezeigt habe, ist die, die wir erst letztes Mal geholt haben, ne? Die wir die ganze Zeit konsequent nicht gesehen haben. Plönk. Was plönk? Achso, wahrscheinlich wieder der Strein. Aber was, da kann ich mich nicht hochswoopen. Bis jetzt. Hier drüben sind Geister. Ich suche zwar nicht mehr effektiv nach Geistern, aber wenn ich Geister sehe, nehme ich die trotzdem auch mit. Okay, was ist denn da unten? Ich brauche auch noch was. Ah, Graffito. Kawaii, kara irusarete rin janai? Du glitzerst so vor dich hin. Hallo, ihr? Handwerker, Nekomata. Ah, nein. Merkt man, dass ich vorher mal wieder Assassin's Creed gespielt habe? Links ist noch ein flüchtendes Handtuch. Trifft sich auch ganz gut, weil hier ist auch ein Nebenauftrag. Da drüben. なんかいいもんあるか。ヤキネ。どうしたんすか。なんかいいもんあるか。 Karage. Kenne ich nicht. Wird mitgenommen. Oh wow, ich bin ganz schön pleite. わったか。さっさと行くぞ。 Jetzt bin ich ein wenig weniger pleite. Ist auch noch so eine Katze. Shibuya nanoni sabireteru na. Kinsokushi tsutte na. Yokunai isitai toko ga atte anii ni kaihatsu dekinai basho mo aru nda yo. Aber zuerst hole ich mir die Geister.
そいつはカラカサ小僧だな。古い傘なんかの道具は妖怪になることがある。この空き地に雨が降ると死ぬんだけど、見つかると逃げちゃうの。妖怪になったらもう傘には戻らないのかな。そんなことないよ、ちょっと待ってて。Fange das Karakasa Kozo. Ita! Karakasa Kozo da! Chance が来るまで、あまり近づくなよ。気づかれたら逃げられる。Oh. しまった! 逃げられた! 仕方ない。また現れるのを待つか。Warum ist da vorne dieses Ausgangssymbol? Dann gehe ich mal kurz wieder hier aus dem Bereich raus. Ita! Karakasa Kozo da!チャンスが来るまであまり近づくなよ。気づかれたら逃げられる。今だ。邪魔に近づけ。Geht's weiter, oder?Ja, muss euch nur leider gerade für den Moment ignorieren, ihr Süßen. Muss ich mich dem Viech nähern oder was muss ich machen? Muss ich da langsam näher kommen oder was?Sieht so aus, als würde es jetzt einfach nur hier im Kreis rennen. Tatsache. Bei den Kappa ist es ja zum Beispiel so, dass ich erstmal warten muss, bis die da ihre Runde gedreht haben, anhalten.Und dann kann ich es erst exorzieren. So, und du bist ein Feiner. Du hast schön gewartet. Nee, leider nicht. Scheiße, ich brauch so eine... War da vorne nicht so eine Katze mit Chop? Muss mal kurz, egal.Falsche Seite, ich kann mich hier von rechts lang. Ich muss mal eben für die zwei Knuffis da Futter besorgen. Hier ist der Katzenshop. Nonika, kau kana. Skyre mono ka.Talisman, Talisman. Hundefutter. Ja, ich finde, das ist eine sinnvolle Investition. Kaimono no machi-jikan ga ichiban tsurai na. Warukatta ne.
Du kannst immer noch warten. Die beiden Fellnasen haben Hunger. Erst du. Yoshi. Otabe. Oh Mann, schmeckt aber. Awatezu ni tabe na. Was meint ihr? Ich hab gar nichts gefuttert. Du kommst auch gleich, du kleiner Feiner. So. Kann ich die streicheln? Ich darf die streicheln. Und jetzt du. Ja, bist auch ein Guter. Otabe. Ich bin manchmal so dämlich, ne? Awatezu ni tabe na. Vielen Dank fürs Futter. Chotto genki ni natta ka na? Hara ga hette tan daro na. Ja, und auch du kriegst deine Kraulis. Ja, ihr seid schon putzig. Maika und Maketama. So, und dann können wir in der heutigen Folge eigentlich da noch das flüchtende Handtuch an uns reißen. Das geht ja noch auf Flachdächer hoch. Keke, asoko. Yagatta. Ittan momen no yatsune. Aitsu wa kochi wo kini shite inai. Ato wa unoki ga tamaru made zenryoku de oikakeru nda. Meins. Yoshi. Iiso. Umaku yatta na. Hier oben sind noch Geister, die hole ich mir noch. So, da unten irgendwo ist ein menschlicher Gegenstand. Eventuell das Ding, das da oben ist. Ja. Eine Pfeife, oder? Kankakiso. Rundgeformte Tabakpfeife aus Japan, die Flöten ähneln und auch als Waffen eingesetzt wurden? Okay. Okay. Ja, nehme ich. Und vor allem nehme ich einfach mal so hin. Warte mal. Mitnehmen. Gut, und nachdem wir nicht mehr so viel Zeit haben, gucke ich nach der nächsten Mission, die ist da oben. Dann reise ich mal hier zu dem Schrein. Guck mal, ob ich hier irgendwo in der Nähe eine Telefonzelle finde. Sehe eine Sprachnachricht bei mir im Arbeits-WhatsApp und hab direkt keinen Bock auf die Nachricht. Lol. Akte 088. Eine Aufzeichnung von einem Wissenschaftler, der über Familie und Katzen spricht. Okay. Das war jetzt halt auch nur random. Nee. So, da unten ist eine Telefonzelle. Dann, Moshi Moshi. Mal ein paar Geister wegtelefonieren.
Gut, dann war's das wieder für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.